Moin, moin, meine Yu-Gi-Oh!-Freunde! Ja, heute geht es weiter mit Part 3 von Yu-Gi-Oh! Millennium Duels. Und es heißt ja nicht umsonst, alle guten Dinge sind 3. Und ja, es heißt eigentlich, alle guten Dinge sind 3. Aber ich habe jetzt schlechte Nachrichten für euch. Und zwar, dieses Yu-Gi-Oh! Wird es in Deutschland nicht geben. Es bleibt auf dem amerikanischen Marktplatz. Und es wird nicht auf den deutschen Marktplatz oder auf irgendeinen anderen Marktplatz kommen. Toll. Nein! Ich sag mal, ein nachträgliches April. Nein, ich kann euch leider noch nicht sagen, wann es kommt. Es tut mir leid. Ich finde es auch scheiße, dass es noch nicht da ist. Aber es war nur ein Spaß. Es wird noch auf den deutschen Marktplatz kommen. Also für jeden, dem jetzt das Herz in die Hose gerutscht ist, nimmt es oder raus. Und hoffentlich seid ihr mir nicht so böse. Ja. So, heute geht's los mit Vivian Underwood und da denke ich mal, da werden wir jetzt auch starten. Und ja, wir nehmen heute mein neues Burner-Deck. Ich habe mir deswegen ein Burner-Deck gemacht, da es wirklich so schnell geht, hier Karten zu farmen. Wir nehmen einfach mal die zwei Fingerarbeit und wie ihr seht, wir waren erfolgreich. Es geht so schnell hier Karten zu farmen und das geht am besten mit Decks, wo man schnell spielen kann und wo man schnell Karten und Effekte nutzen kann. Und genau so ein Deck braucht man da dazu, um halt schnell Karten zu farmen. Also ich habe heute schon richtig viele Karten gefarmt, also hört bloß auf, so oft wie ich schon gegen Thea und gegen Yugis Großvater gekämpft habe, das glaubt ihr mir nicht. Aber naja, okay, wir fangen jetzt erstmal mit den hier an. Und wir müssen uns natürlich auch ein wenig Zeit lassen, weil ich sag mal, der Part soll nicht schon in 2 Minuten zu Ende sein, sozusagen. Und ja, ich sag mal, ich fange jetzt erstmal an mit den ja, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Aber naja, ich wurde gestern gefragt, wie gesagt, ob ich denn weiß, wann denn dieses Yu-Gi-Oh! Wenn denn dieses Yu-Gi-Oh! Mal auf den Marktplatz kommt, das tut mir leid. Ich kann euch das nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Und ich finde es auch richtig idiotisch, dass es das wieder nicht gibt. Und dass sie aber auch keine Details irgendwie rausgeben, dass man jetzt sozusagen mal einen Release-Day hat, wo man jetzt weiß, ja, an diesem Tag kommt das Yu-Gi-Oh! Und Ich finde es einfach nur lächerlich, was sie derzeit hier abziehen. So, den seinen Spezialeffekt tun wir jetzt aktivieren. Da greifen wir mal lieber nicht an. Die ist mir nämlich zur mächtig, die Insektenkönigin. Aber mit denen greifen wir an hier. Und zwar direkt über die Insektenkönigin. Haha. Nein, aber was ich heute festgestellt habe, also sozusagen gestern, dass sehr viele Leute angefangen haben, Yu-Gi-Oh! Zu spielen, auch Millennium, aber alle die Beta. Und da frage ich mich jetzt ganz ehrlich, ob die das jetzt alles so gemacht haben wie ich mit einem amerikanischen Account. Eigentlich ist das ja die einzigste Möglichkeit. Was ich euch dann aber auch sozusagen ans Herz legen kann, ich sag mal, ja, die Demo schön und gut, aber die bringt euch am Ende nichts. Die Karten, die ihr da freischaltet, die werden nicht gespeichert. Da seht ihr halt, wie sich das Gameplay spielt sozusagen, aber ihr habt am Ende davon nichts. Und deswegen empfehle ich euch trotzdem weiterhin den vorherigen Teil zu spielen, weil ihr da halt auch noch Karten freischalten könnt und da habt ihr halt wesentlich mehr gekonnt, muss ich mal noch so sagen. Okay, machen wir einfach gleich weiter so mit den Life Destroyern. Mit denen greifen wir natürlich wieder an. Ne, mit denen nicht. Mit denen. Und direkt wieder ein direkter Angriff. Da kriegt er nämlich mehr ATK. Und das ist halt schon eine echt nice, also eine very nice Karte für das Deck. Und ja, also ich empfehle es euch, spielt lieber den Vorgänger. Ich weiß, es ist derzeit alles. Ich könnte natürlich jetzt so machen. Da können wir in der nächsten Runde schon Schluss machen. Komm, das machen wir jetzt auch. So, in der nächsten Runde komme ich dich holen. okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt trotzdem angreifen kann. Aber wir können, wir können trotzdem Schluss machen, wenn ich wollen würde. Aber ich möchte noch nicht, ich spiele erstmal noch eine Weile weiter, weil umso länger es geht,
umso mehr EP bekommen wir, umso mehr Karten kriegen wir dann auch. Nein, ich habe Karten wie ein Teufel heute gefarmt. Und ja, ich wollte erstmal mal angucken, ob ich... Ne, ich kann leider nicht angreifen. Ich kann aber mit denen in Verteidigung switchen, weil ich gehe mal davon aus, er wird mit denen angreifen und nicht den oder den. Und ja, das soll er halt mal angreifen, soll er halt machen. Aber naja, es gibt so viele neue Karten. Mir wurde auch gesagt... Oh, die darf ich jetzt nicht ziehen. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal ein Video machen, ein extra Video von den verbotenen Karten sozusagen, da ja diesbezüglich jetzt sehr viele, also es gibt so viele neue Regeln, was die Karten angeht, das glaubt ihr mir nicht. Nur alleine wie viele, ich beende jetzt einfach mal, wie viele Karten sozusagen jetzt verboten wurden, aber auch wie viele verbotene Karten außen vor, ja, oh, okay. So viele Karten wie aus dem vorherigen Teil jetzt wieder ins Spiel eingefügt wurden sozusagen und dann aber auch noch banal zu machen. Ich sag jetzt mal als kleinen Tipp, Marshmallow, den konnte man im vorherigen Teil, konnte man den nur einmal ins Deck nehmen. Und meiner Meinung nach hat das auch vollkommen ausgereicht, den einmal ins Deck zu nehmen. Ich passe nochmal eine Runde, in der nächsten Runde machen wir dann Schluss. Aber jetzt kann man ihn dreimal ins Deck nehmen. Und das ist ja mal richtig unnormal, was man sich da für Nerventod-Decks machen kann. Oh, jetzt auch noch DNA-Operation. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Du hast so das so verloren. Weil ich zieh dir jetzt einfach mal, komm, wir geben ihn jetzt 5000 Punkte und das war's. Ihr seht's, also die Anfangsduelle, die sind so einfach. Oh, ich hab, ja, okay, den habe ich schon, den habe ich jetzt das dritte Mal bekommen. Die Nummer 57 sozusagen. Und dafür muss man sozusagen drei Stufe 4 Monster auf dem Feld haben. Dann kann man den Spezial beschwören. Dann haben wir den Sprengstoff Drachenschwinge, den habe ich schon gehabt. Der Babydrache. Oh, böse. Das sind mal Hauer hier, die erinnern mich schlecht an Ahlung. Und ja, okay, wir haben jetzt nicht die besten Karten bekommen, aber naja, besser als gar nichts. Und ja, also ich habe jetzt angesprochen, was ich derzeit von der Demo-Version halte. Ich habe trotzdem angesprochen, dass es immer noch nicht auf dem Marktplatz ist und dass ich es richtig scheiße finde, sozusagen. Und ich habe das mit den verbotenen Karten, also... Wie gesagt, da gibt es so viele neue Regelungen, das kann ich jetzt noch nicht irgendwie mal irgendwie dranhängen, weil das würde jetzt den Rahmen des Let's Plays sozusagen sprengen. Also, das, wenn, dann müsste ich das dann mal in irgendein Special-Video oder sowas von Yu-Gi-Oh! Machen. Oder bis dahin gibt es das dann vielleicht mal auf dem deutschen Marktplatz und ihr könnt euch halt selber angucken, wie es halt derzeit geregelt ist. Also es gibt so viele neue Änderungen, man kann so viele neue Karten nehmen, es wurden so viele Karten gesperrt, wie, also das lächerlichste Monster-Reinkarnation, die ist gesperrt, die kann man nicht mehr nehmen. Was mich auch ankotzt, Zukunftsfusion und sowas, gibt es auch alles nicht mehr. Was ich geil finde, feierliches Urteil gibt es auch nicht mehr, diese schäbige Noob-Karte. Die hat mich richtig angepisst, aber naja, ich sag mal, das reicht jetzt für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und ja, schaltet auch morgen wieder ein, da spielen wir gegen Bandit Keith, da spielen wir dann gegen die bösen Maschinen. Und übermorgen ist dann Maximilian Pegasus am Start und ja, der leitet dann auch das Wochenende ein. Und dann hauen wir bei Yu-Gi-Oh! Hier richtig auf die Kacke und ich hoffe natürlich für euch, dass es bis dahin auch auf dem Markt ist. Also ich fieber schon echt für euch mit. Ich gucke schon ständig, dass es halt endlich mal erscheint. Es tut mir wirklich leid, dass ihr das noch nicht habt. Und naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch morgen wieder ein. Und dann sage ich, haut's rein und diddly, bis morgen.